Herzlich willkommen bei Bild, Made in Germany. Ja, das ist bei mir zu Hause noch der Staubsauger, die Waschmaschine. Und das war mal das ultimative Qualitätsversprechen. Unser Wirtschaftswunder, die Garantie für unseren Wohlstand. Diese Garantie ist weg. Deindustrialisierung, das ist das deutsche Angstwort. Made in Germany, war's das? Das diskutiere ich jetzt mit diesen Gästen. Mit Erik Marquardt, dem grünen Europaparlamentarier. Mit Fritz Fahrenhold, Energiemanager und früher Umweltsenator für die SPD in Hamburg. Helmut Marquardt ist bei uns, der Gründer des Focus und FDP-Abgeordneter heute im Bayerischen Landtag. Jana Schimke ist bei uns, CDU-Bundestagsabgeordnete. Und Oliver Helldörfer, er hat einen Metzgereibetrieb, ein Traditionsunternehmen in Bamberg und muss das jetzt auch wegen der hohen Energiepreise aufgeben in diesem Jahr. Ihnen allen herzlich willkommen bei Bild. Herr Marquardt, besitzen Sie irgendwas Made in Germany, worauf Sie richtig stolz sind, dass es Made in Germany ist? Ehrlicherweise nicht, nein. Nichts? Auto, Waschmaschine, Kühlschrank, Staubsauger und, nichts? Ja, also ich habe ein Auto, das muss ich sagen, das ist Made in Germany. Ich weiß nicht, ob ich darauf richtig stolz bin, aber es fährt mich von A nach B. Herr Marquardt, ist genau das Problem, dass wir es verlernt haben zu schätzen, was Made in Germany ist, dass wirklich unseren Industriestandort zu pflegen, zu schätzen, stolz zu sein? Also ich bin da eher der altmodische Typ. Ich achte auf deutsche Produkte. Ich habe ein deutsches Auto, einen deutschen Kühlschrank, viele deutsche Gegenstände aller Art. Und damit leiste ich meinen kleinen Beitrag zur Industriebewegung in Deutschland. Sie sind aus einer anderen Generation, das darf ich ja sagen. Sie sind 36 geboren. Mensch, Sie sind aufgewachsen im Wirtschaftswunder. Sie waren dann gerade erwachsen, als Deutschland zur Blüte kam. Was bedeutet für Sie Made in Germany? Ja, ich bin sogar noch im Luftschutzkeller groß geworden. Ja, ganz schrecklich. Ich habe den Einzug der Amis noch erlebt. Ja, ich habe einen gesunden Patriotismus, der mit Nationalismus nichts zu tun hat. Ein Patriot ist immer der Stolz ist auf sein Land, ohne die anderen Länder feindselig anzusehen. Und deswegen habe ich immer darauf geachtet, dass deutsche Dinge bei mir im Haushalt sind. Geht das gerade den Bach runter, Made in Germany? Ich habe mir die größte Sorge. Die Energiepreise treiben die Industrie raus aus Deutschland. Wir haben die allerhöchsten Energiepreise in ganz Europa. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Wir zahlen 31,8 Euro für ein Kilowatt. Ja, die Franzosen 18, die Engländer 24, USA 12. Also das ist dermaßen teuer. Und mehr als die Hälfte davon sind aber Steuern und Abgaben. Also da könnte man was machen. Aber mit den Energiepreisen kann sich keine Industrie in Deutschland halten. Die höchsten Energiepreise der Welt hat sofort Fritz Fahrenhold hier ergänzt, Herr Marquardt. Ja. Also Fritz Fahrenhold, der langjährige Energiemanager, der jeden Preis parat hat aktuell. Auch Sie kommen aus einer ähnlichen Generation zumindest. Auch für Sie. Ein bisschen jünger bin ich. Ein bisschen jünger. Aber auch Sie haben das Wirtschaftswunder erlebt. Was bedeutet für Sie Made in Germany? Ja, Made in Germany war Qualität, war besondere Güte der Produkte und, was wir auch nicht vergessen dürfen, besonders effizient hergestellt. Deswegen kämpfe ich so für jeden Arbeitsplatz in Deutschland, weil es wird ja verkannt, wenn ein Arbeitsplatz hier vernichtet wird, sei es, wenn Mercedes seine Motoren in China produzieren lässt, dann steigt die Emission um das Fünffache. Weil dieses Deutschland hat eben auch schon seit langem sehr effizient mit seinen Umweltgütern umgegangen. Sie reden immer in der Vergangenheit. Ja, das wird ja nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe ja den Eindruck, dass wir das nicht wertschätzen. Man hat ja fast den Eindruck, dass Industrie in Deutschland so etwas, das nimmt man noch hin. Aber wir müssen um die Industrie in Deutschland kämpfen. Und die Energiepolitik macht für mich nicht den Eindruck, dass sie das wirklich tut. Die Rahmenbedingungen, da hat Herr Marquardt völlig recht, sind völlig eine Voraussetzung für Deindustrialisierung. Denn der Strompreis von der Industrie ist ja noch viel geringer als den Preis, den Sie genannt haben. Der war immer bei 5 Euro Cent. Die Chinesen haben 3, die Amerikaner haben 2. Aber jetzt ist er auch für die Industrie bei 20. Das hält keine Industrie aus. Und Sie sehen es ja schon bei BASF, Sie sehen es bei RWE, die wandern dann in die USA. Und Sie sehen es bei Daimler. Und das hat Folgen, weil die Ketten brechen. Es ist ja nicht nur die 39.000 Arbeitsplätze bei der BASF. Es geht ja darum, dass dann die gesamten Folgen der Verarbeitung von Lösemitteln, von
Arzneimitteln, von Kunststoffen mit wegbricht. Und die Menschen, die dort ihren Arbeitsplatz verlieren, die dann vorher aber zum Bäcker gegangen sind, zum Metzger gegangen sind und plötzlich diese Preise nicht mehr bezahlen können. Auch das können wir gleich vertiefen. Bei uns ist Herr Heldorfer, der Geschäftsführer ist einer Metzgerei in Bamberg, ein Traditionsunternehmen seit 70 Jahren. Was bedeutet für Sie Made in Germany oder was ist bei Ihnen in der Küche Made in Germany? Bei uns ist alles Made in Germany. Schwäbisch-hellisches Fleisch, alles für unsere Bauern. Wir machen unseren Wäsching selber, wir machen unser... Bisschen was habe ich mitgebracht, ne? Hier können Sie ganz kurz sagen, also einmal die Leberknödel, natürlich nicht Made in Germany, Made in Bamberg. Made in Bamberg. Das alles Made in Bamberg, was Sie herstellen, aber auch das, was dahinter steht, die Maschinen, all das Made in Germany. Made in Germany. Frau Schimke, Sie sind die ersten 10 Jahre Ihres Lebens noch in der DDR groß geworden. Was ist mit dieser Prägung Ihr Blick auf Made in Germany, auf diese Marke? Na, Made in Germany ist ein Qualitätsversprechen natürlich an alle Konsumenten, an alle Verbraucher. Aber ist das noch so? Es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Ich bedauere zutiefst, dass wir immer weniger Made in Germany finden in den Regalen und bei den Herstellern. Aber es ist vor allen Dingen auch ein Label in der ganzen Welt. Ja, es ist eine Medaille, die wir uns umhängen konnten bisher, mit der wir in der ganzen Welt beeindruckt und überzeugt haben. Und wir sind gerade dabei, das alles aufs Spiel zu setzen. Gerade fiel das Wort Deindustrialisierung schon, auch von Herrn Fahrenhold. Sind Sie damit am Ziel? Nein, also das ist, glaube ich, so, dass wir einfach auch darauf schauen müssen, wie bereiten wir uns eigentlich für die Zukunft vor. Und ich glaube, da dürfen wir auch den Anschluss nicht verlieren. Ich glaube, Industrie in Deutschland zu erhalten, heißt auch, dass sich Industrie transformieren muss, um den Anschluss nicht zu schaffen. Das darf aber auf der anderen Seite dann auch nicht dazu führen, dass die Transformation Leute zurücklässt, den Mittelstand zurücklässt oder dass dann bestimmte Unternehmenskonzepte überhaupt keine Zeit, keine Möglichkeit mehr haben, sich auf die neue Zeit, auf neue Technologie auch einzustellen. Deswegen muss man damit frühestmöglich anfangen, damit man am Ende nicht zu spät dasteht und in die Röhre guckt. Aber Transformation bedeutet, dass Herr Fahrenhold einfach weg, also Autoindustrie zum Beispiel einfach weg, Chemieindustrie einfach raus aus Deutschland, weg, Stahlindustrie vielleicht möglicherweise auch irgendwann nicht mehr in Deutschland. Bedeutet das und die Transformation von der Ich würde ja gerne wissen, was die neue Industrie dann sein soll und was die neuen Arbeitsplätze dann sein sollen. Wenn es jedenfalls Wind- und Solaranlagen sein sollen, dann kann ich Ihnen sagen, das findet jetzt schon in China statt. Wenn von den 5 größten Solarherstellern sind 4 in China und von den Windkraftanlagen von den 10 größten sind 6 in China. Und das hat was mit Strompreisen zu tun, das hat auch natürlich mit Rohstoffpreisen zu tun, das hat natürlich auch was mit Arbeitskosten zu tun. Und deswegen müssen wir uns wirklich, und das fängt an mit der Politik, hinsetzen und das nicht auf die leichte Schulter nehmen. 24% unseres Bruttoinlandsprodukt hängt von der Industrie ab. Das sind 6 Millionen Arbeitsplätze, die von der Energie abhängig sind. Meinen Sie damit die Regierung mit auf die leichte Schulter nehmen? Ja, natürlich. Also ich meine, Herr Habeck hat ja gesagt, wir müssen jetzt auch Transformationen haben, Brüche müssen wir in Kauf nehmen und wir federn das dann ab mit Kurzarbeitergeld. Das ist doch nicht unsere Zukunft. Wir müssen doch dafür sorgen, dass gerade jeder Arbeitsplatz in der Grundstoffindustrie hier bleibt. Ich wiederhole mich, weil draußen wird es noch zu viel, viel schlimmeren Zuständen führen, weil China produziert rein mit Kohle ihre Energie, ja, und wir hatten ja mal einen Mix, der war auch mit Kernenergie verbunden, CO2-arm, den geben wir auch auf. Also insofern kann ich verstehen, aufgrund der Energiekrise, dass die Bundesregierung jetzt sagt, wir müssen den Doppelwumms machen. Wir machen 7 Euro Cent für den Gasdeckel und versuchen das auch bei Strom. Das ist richtig, nur es hat keine Perspektive, weil die Welt ändert sich ja nicht am 24. oder 15. April, wenn sozusagen die Kernkraftwerke vom Netz gehen, bleibt die gleiche Energieknappheit da, bleibt die gleiche Gasknappheit. Das heißt, wir haben die Zeit verschlafen. Wir hätten längst die letzten 8 Monate dafür sorgen müssen, dass wir unsere eigenen Erdgasvorräte endlich anzapfen. Wir hätten längst dafür sorgen müssen, dass auch die alten 3 Kernkraftwerke, die ausgestellt worden sind, verlängert werden. Dann hätten wir eine Möglichkeit, diese Brücke zu gehen. Wir können nicht alle halbe Jahr 200 Milliarden auf den Tisch legen. Das wird die Inflation, wir haben 10,4%, noch weiter anheizen. Deswegen, wir müssen mal zu den
Ursachen unserer Krise und die ist selbst gemacht. Die meistgestellte Frage in meine Richtung von Mittelständlern, Handwerkern ist immer die, warum machen die das in der Bundesregierung so? Warum treffen die Entscheidungen, die uns so viel Schaden zubereiten? Und ich finde, Politik, gute Politik, beginnt immer beim Betrachten der Wirklichkeit. Und das, was wir im Moment erleben, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es sind Entscheidungen, die vorbeigehen an dem, was Unternehmen, was die Menschen in diesem Land tatsächlich brauchen. Und das ist der Vorwurf, den ich auch der Bundesregierung mache. Und damit auch den Grünen, Herr Marquardt. Es gab mehrere Fragen. Warum machen Sie das so? Kommt die Frage aus dem Wahlkreis von Frau Schimke. Und Herr Fahrenhold fragt Sie ganz offen, ja, Transformation ist ja gut und schön, aber welche Industrie, bitteschön, meinen Sie dann in Zukunft? Na gut, wir haben jetzt kurzfristig einfach das Problem, dass wir über Jahre uns abhängig gemacht haben von einem Partner, der überhaupt kein Partner war. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und da müssen wir mit einer Situation umgehen, in der es ja nicht weltweit einen Gasmangel gibt mit einmal, sondern in der wir eben einfach nicht die Infrastruktur haben, um das Gas kurzfristig von woanders her zu bekommen, was dann eben auch die Preise so in die Höhe treibt. Der Grund für die hohen Preise ist ja nicht Robert Habeck, Friedrich Merz, Christian Lindner oder so, sondern das ist Wladimir Putin. Sind frühere Regierungen, die uns in diese Abhängigkeit geführt haben. Da können wir einen Haken dran machen und das geht nicht oder kaum auf Ihr Konto, auf das grüne Konto. Jetzt sind wir aber in einer Situation, wo wir dringend die Gaspreise runterdrücken müssen, genau. Wo wir in der Industrie dafür sorgen müssen, dass Energie bezahlbar ist, dass wir beim Metzgermeister in Bamberg dafür sorgen müssen, dass Energie bezahlbar ist. Und die Menschen fragen sich, auch im Wahlkreis von Frau Schimke, tun Sie alles dafür, damit der Preis runtergeht? Also ehrlicherweise glaube ich, was zu lange gedauert hat, ist die Entscheidung, wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen, um kurzfristig die Gaspreise so zu deckeln, dass also eigentlich rentable Unternehmen dann mit einmal nicht mehr weiter produzieren können, dass sie eigentlich mit einmal vor Existenzängsten stehen, obwohl wir jetzt eigentlich eine Brücke bauen können. Mit Geld, das in die Hand zu nehmen, ist, glaube ich, richtig. Die 200 Milliarden jetzt, aber auch schon die anderen Entlastungspakete. Und was wir dann jetzt schaffen müssen, ist, dass in der Tat, wir können das nicht jedes Jahr machen, welche Volkswirtschaft soll das bezahlen, sondern dass wir dann eben die Gaspreise wieder auf, man kann sagen, natürliche Art und Weise so gering halten, dass sich bestimmte Modelle von Industrie auch so darauf einstellen können. Aber Herr Marquardt, dann ist doch BASF schon raus, dann haben die hier die Arbeitsplätze schon gestrichen, dann ist der Metzgereibetrieb in Bamberg halt schon dicht. Also ich sage ja, mein Nachbar heißt ja beinahe wie ich, aber trotzdem bin ich der Meinung, die Grünen sind die Pharisäer der deutschen Politik. Die sagen, wir machen alles besser, die setzen sich moralisch aufs hohe Ross. Und sie schaffen die Kernenergie ab. Der Herr Fahrenhold hat gesagt, 15. April, das ist der Samstag nach Ostern, da werden die Kernkraftwerke ganz stillgelegt. Ist dann die Energiekrise vorbei? Natürlich nicht. Die anderen Nationen gehen rein, wir gehen raus. Auch das Thema Fracking. Also wir sind pharisäerhaft und sagen, wir wollen keine Kernkraft, aber wir kaufen sie im Rest von Europa. Wir wollen kein Fracking, weil wir das für ekelhaft halten, kaufen aber teures, anderswo gefrecktes Gas, ich benutze mal dieses Wort, um uns damit zu ernähren. Das ist unmöglich, ja. Und wir vertreiben die deutsche Industrie aus dem Land. Und an jedem Arbeitsplatz hängt ja auch eine Familie. Man muss sich mal vorstellen, das geht tief in den deutschen Wohlstand hinein, wenn wir da nicht eine Bremse ziehen. Und Sie machen alles mit in Berlin, mit der FDP. Sie lassen den laufen. Also ich bin natürlich ein unabhängiger, freier Liberaler und bin nicht Mitglied dieser Ampel. Mir tut der Christian Lindner leid, weil er mit diesen zwei eigentumsfeindlichen Parteien, dass ich rumquälen muss, er hat ein paar Sachen durchgesetzt. Wir wollten diese Ampel nicht. Das Sie haben es halt mitgemacht. Jetzt ist er Finanzminister, ganz dummerweise. Und ich glaube, keiner, mit dem man richtig Mitleid haben muss. Er trägt jede Entscheidung mit. Ja, immerhin schafft er jetzt die kalte Progression ab. Was wir waren so viele bei den Atomkraftwerken. 15. April ist das Datum, Herr Fahrenhold. Herr Marquardt macht für die FDP mal eben schlanken Fuß und sagt, naja, alles schlechte Entscheidung, aber die tragen alles das, mit. Es ist das kleine Verdienst der FDP, dass wenigstens die Verlängerung bis auf diesen Sonntag nach Ostern durchgesetzt wurde. Das ist mir überhaupt nicht genug. Großer aber Verdienst könnte sein, sich wirklich um das Land zu sorgen, aber um die was Menschen wir im Moment zu sorgen erleben, und im Zweifel die Koalition zu verlassen. Was wir im Moment erleben in Deutschland, ist doch ein hochgradiger politischer Skandal. Minister Habeck hat in seinem Hause zusammen mit Ministerin Lemke den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke prüfen lassen.
das Ergebnis wurde vorweggenommen. Ich finde, das ist doch, da muss doch sofort Konsequenzen gezogen werden. Welche Konsequenzen? Ich halte diesen Minister für einen Sündenfall dieser Bundesregierung. Der ist nicht länger tragbar. Er hat gelogen. Er und Frau Lemke haben gelogen. Also die Mitarbeiter, Marquardt, sagen, wenn es geprüft wird, und es wird gar nicht ernsthaft geprüft, sondern es steht hinten auf der Seite schon, der Beschluss. Die Grünen haben ja Tausende von Posten besetzt in den Ämtern, hat mit Trittin angefangen und auch der Habeck hat überall seine grünen Leute reingetan. Und ich habe ja, glaube ich, in einer Springer-Zeitung gelesen, dass sogar die letzten ökonomisch denkenden, von Vernunft geprägten Beamten im Wirtschaftsministerium gegen Habeck votiert haben, aber das wurde unterdrückt. Ja, nochmal, also, Sie spielen, nicht Sie persönlich, aber Ihre Farbe, Ihre gelbe Farbe, spielt das ja alles mit. Wir haben es sehr schwer genug in diesem 1-2 Spiel. Die FDP hat dafür gesorgt, dass wenigstens bis 15. April diese drei Kernkraftwerke weiterlaufen. Also das ist der Mini-Kompromiss. Man muss die Debatte nochmal anfangen. Ich bin dafür, dass wir nochmal darauf anfangen. Die Debatte kommt wieder. Die Brennstäbe müssen gekauft werden. Jetzt, Herr Marquardt, auf den Vorwurf von Frau Schimke, die sagt, der Minister hat gelogen. Der ist nicht tragbar in dieser Regierung. Er hat den Beschluss schon gekannt, obwohl es gar nicht geprüft war. Es wurde ja geprüft und nun kann man da das Design dieser Studie sich lange anschauen und schauen. Ich habe jetzt keine ernsthafte Kritik davon von der wissenschaftlichen Seite mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass das, was die Kernkraft zu leisten imstande ist, momentan genutzt wird. Der Einfluss auf den Preis ist marginal momentan mit diesen drei Kernkraftwerken. Darüber wird gestritten, wie marginal. Nein, das haben wir doch gesehen. Ne? Ja, an dem Tag, als der Kanzler das Machtwort gesprochen hat, gingen die Preise so runter. Allein das Signal hat die Preise nach unten bewegt. Und wir müssen doch wissen, das ist die preiswerteste in der Stromerzeugungsform in Deutschland. Wenn Sie die wegnehmen, dann schieben Sie die Gaskraftwerke natürlich in der Merit-Order nach links und dann steigen die Preise explosiv an. Aber wir haben ja nun nicht 30 Kernkraftwerke, die wir gerade anschalten können. Das sagt Ihnen ein früherer Energiemanager, der jetzt auch nicht der totale Kernkraft-Fan war. Das will ich schon mal nochmal sagen. Ich finde, wir müssen auch für die Erneuerbaren sorgen. Aber man macht sich nicht ehrlich, weil Sie müssen sich ja mal anschauen, in der Zeit, wo jetzt Herr Habeck dran ist, sind jetzt gerade mal 3000 Megawatt Windenergie angemeldet worden fürs nächste Jahr. Obwohl die Gesetze so entschlackt worden sind und das Naturschutzgesetz ja wirklich zerfleddert worden ist. 3000. Es hat einen Grund, warum. Weil nämlich mittlerweile auch die Preise für Windenergie massiv ansteigen, die Materialkosten steigen, die Kapitalkosten steigen. Und jetzt müssen Sie mal sich vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, im ganzen nächsten Jahr kommen 7000 Terawattstunden ans Netz. Das ist ein Fünftel der Kernenergie, die wir am 15. April abstellen. Das wird nicht gut gehen, das wird nicht funktionieren. Und deswegen muss man sich ehrlich machen. Und ich finde, das Erste, was man machen muss, ist auch dann zu denjenigen, die einem jetzt Gas liefern können, nicht so arrogant hinzugehen. Ich meine, er war in Katar und hat gesagt, also ich brauche für 7 Jahre Gas. Und da hat er ihm gesagt, nee, wenn wir jetzt ein neues Feld machen und dann noch ein LNG-Terminal bauen, dann brauchen wir dann 20 Jahresvertrag. Und dann hat er dem Scheich gesagt, brauche ich das nicht mehr, weil in 7 Jahren wollen wir ja aus dem Gas raus, weil wir wollen ja CO2-frei sein. Das Gleiche hat er in Israel gemacht, hat die israelische Regierung sogar mehr oder weniger beleidigt, indem er gesagt hat, also wenn das 3 Jahre dauert, dann brauche ich es nicht mehr, denn dann sind wir sowieso schon raus. In Kanada das Gleiche, da hat er gesagt, jetzt nehmen wir mal Wasserstoff. Das heißt also, den Elefant im Raum, den haben wir überhaupt gar nicht gesehen. Elefant im Raum ist hier. Wir haben in Deutschland Erdgasvorräte für 20 Fracking. Bis 40 Jahre. Und jetzt kommt steht Ihnen im Wege, Fracking steht natürlich jedem im Weg, weil er denkt, verdammt nochmal, ich weiß auch, dass in den USA geschludert worden ist. Da sind Bohrlöcher gemacht worden und die sind nicht mal hinterher verfüllt worden. Da gast das Methan jetzt noch aus. Das muss man natürlich anständig machen. Wir können es aber anständig machen. Die nehmen auch Chemikalien. Was die können heute schon Fracking machen, oder ohne... Sind Sie überzeugt? Lassen Sie mich das noch sagen. Sie können heute Fracking machen ohne Chemikalieneinsatz. Genau. Das muss doch möglich sein, in Deutschland dieses Fracking-Verbot endlich aufzunehmen. Das Volk der Ingenieure und Techniker wird dieses Fracking bei uns besser machen. Aber sicher. Ja, aber ich, ich möchte gerne noch mal einen kleineren... Ganz kurz, ich will einmal den Check machen, weil er der ist mit seiner Farbe, der hier regiert. Also sind Sie überzeugt? Ich glaube, dass wir beim Fracking einfach die Situation haben, dass das ähnlich wie die Atomkraftdiskussion momentan eine totale Scheinlösung ist. Also man kann so tun, als würde das jetzt große Probleme lösen. Die Probleme kann man aber
viel besser, einfacher und günstiger anders lösen. Also zum einen mit dem Ausbau der Erneuerbaren, wo Sie ja auch sagen, Sie sind nicht dagegen. Zum anderen auch, indem wir eben jetzt über die nächsten Jahre auch schauen, wie können wir unsere Gaskapazitäten über LNG-Terminals so gewinnen, dass wir dann auch später den Switch machen können und auf Wasserstoff setzen können. Aber ich muss doch in so einer Krise, wo jeden Tag viele, viele Unternehmen dicht machen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt fragt und dann haben wir jetzt im Winter, weil wir aktuell auch hilft. Es hilft nicht aktuell für diesen Winter. Also es ist ja so, dass wir jetzt, wenn Sie über Fracking diskutieren, bis die Diskussion, also hätten Sie jetzt eine Mehrheit in der Bundesregierung, würden Sie mit dem Fracking anfangen? Wann würde dieses Fracking-Gas noch da sein? Und wie würden Sie das alles retten? Wenn wir letzten März angefangen waren, wären nach dem Einmarsch der Russen, hätte das nach Aussagen der Experten, wir wissen genau, wo es liegt. Das war ja bisher ein Tabu. Ein Jahr wäre das erste Gas gefördert worden. Wir wären jetzt im nächsten Jahr, diesen Winter, gebe ich hinzu, wäre das schwierig geworden. Dafür ist ja auch die Gaspreisbremse. Aber die Gaspreisbremse führt nicht in die Zukunft. Das heißt, wenn wir angefangen wären, hätten wir im nächsten Winter, denn der nächste Winter kommt bestimmt und dann sind die Gasläger leer. Der Vorwurf, Herr Marquardt, dass wenn man nicht von vornherein auf die letzte Seite geschrieben hat, wie das Ergebnis dieser Prüfung ist, es ernsthaft geprüft hätte, dass jetzt dann genügend Zeit gewesen wäre, um eben an diese zusätzlichen Gasreserven ranzukommen. Also reden wir gerade über Fracking oder Atomkraft? Über beides reden wir. Okay, aber also beim Fracking haben wir einfach erhebliche Bedenken, dass das wirklich eine Art ist, mit der Natur so umzugehen, dass am Ende nicht das Trinkwasser in Gefahr ist, dass die Gegenden, in denen das passiert, dann mit einmal... Also man kann jetzt sagen, nein, aber es ist doch so, dass in den USA... Das sind Gräuel-Geschichten. Ich will aber nochmal auf eine einfachere Dimension kommen. Wir können ja hier keine Windräder bauen, das dauert, da gibt es 1000 Probleme. Aber ich kenne einen Menschen, ich kenne einen Menschen, der möchte sich Photovoltaik aufs Dach machen. 2 Jahre dauert das Genehmigung, Antragsfrist. Wenn diese Kleinbürokratie abgeschafft würde, hätten wir sofort tausende Leute, die innerhalb von 6 Wochen Sonnenenergie hätten und würden damit den Energiemarkt erleichtern. Sie aber immer noch nachts keinen Strom. Aber damit das ist schon wichtig. Große Industrie noch nicht retten, möglicherweise nicht mal den Betrieb von Herrn Helldörfer. Um das noch einmal ganz konkret zu machen. Was haben Sie bisher an Energiekosten gehabt und was haben Sie jetzt im Zuge dieser Energiekrise an Kosten? Wir haben immer 2.000 Euro monatlichen Abschlag gehabt. Jetzt seit Mai 4.500. Also mehr als verdoppelt. Und zum Ende des Jahres ist unser Tarifvertrag, Stromvertrag gekündigt worden. Dann wird es noch teurer. Vielfacht. Was würde das bedeuten für die Waren, die Sie anbieten? Also zum Beispiel Leberkässemmel. Kostet was bei Ihnen? 1,80 momentan. Und es müsste was kosten, damit Sie dran verdienen? Müsste 3,50 bis 4 Euro verdienen. Würde das jemand in Bamberg noch zahlen? Kein Mensch. Das heißt, Sie sind jetzt schon im Grunde Oberkante Unterlippe, wenn Sie das Essen teurer machen. Sie verdienen vor allen Dingen am Catering bzw. an dem Essen, was Sie kochen, sonntags für eine Stammkundschaft. Wenn Sie das teurer machen würden, da wird keiner mehr kommen. Wird keiner mehr kommen, ja. Weil die Leute, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Wann werden Sie schließen? 31.12. ist der letzte Tag. Ist beschlossen. Nach 70 Jahren, die es diesen Betrieb dort gibt. Das heißt, ab da werden Ihre Kunden wo kaufen? Beim Discounter? Oder was ist die Alternative? Es gibt immer weniger Metzgereien bei uns. Um die Ecke nur noch ein. Und der ist auch ziemlich weit weg. Bamberg-Ost ist eigentlich großes Gebiet, ist aber dann keine Metzgerei mehr. Den Grünen ist im Grunde genommen die Energiewende wichtiger als das Schicksal dieser Menschen. Ist das so? Das wäre jetzt die Frage gewesen, Herr Marquardt. Also geht, um es jetzt polemisch zu sagen, die Rostbratwurst von Herrn Helldörfer auf Ihr Konto? Nein, es ist so, dass wir auf der einen Seite eben eine, und das muss man, glaube ich, in solchen Diskussionen können wir alles im Detail diskutieren, aber dass wir eine große Krise haben, die nicht von den Grünen oder der FDP oder der CDU gemacht wurde. Das ist völlig klar. Und dass wir auf die reagieren müssen. Dass wir diese 200 Milliarden erst so spät in die Hand genommen haben, das war ein Fehler aus meiner Sicht dieser Bundesregierung. Da müssen Sie aber vielleicht nicht bei den Grünen schauen, wer daran schuld ist, dass man so lange diskutieren musste, bis man dort unterstützen kann, bis man auch unterstützen kann, dass die Energiepreise auch für Herrn Helldörfer dann sinken. Nicht darüber, wer den Krieg begonnen hat. Das ist die Sache, die klar ist. Putin hat den Krieg begonnen. Die Frage ist, ob wir darauf richtig reagiert haben. Die Bundesregierung hätte schneller darauf reagieren müssen, dass das nicht passiert ist, liegt aber nicht an den Grünen. Aber die Energiekrise begann schon vorher. Das muss man schon sagen. Wir können nicht alles auf Putin schieben. Nicht? Die Energiepreise stiegen schon in 21 an. Warum? Weil die europäische Politik, Sie sitzen ja im Europaparlament, gesagt hat, wir wollen einen Kampf gegen Kohle, Öl und Gas führen. Es wurde der Verbrennungsmotor
verboten, 35, da haben die Grünen sich jetzt richtig kräftig darüber gefeuert, da jubeln sie. Ja, in Wirklichkeit steigen und das ist schon ihr Ding. Wir steigen aus etwas aus und haben das andere noch nicht da. Das ist unser Problem. Ja, wir reißen unser Haus aus, haben wir das neue noch gar nicht gebaut. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie diese Energie, die zur Mobilität nötig ist, durch Strom ersetzen, ja, durch welchen Strom denn bitte schön? Da ist dann auch noch die Kernenergie weg, die Kohle will man hier auch nicht haben, anstatt sich wirklich mal unideologisch an die Sache zu gehen. Wir können Kohlekraftwerke machen, in Brandenburg schon mal gezeigt worden, in Spremberg, Kohlekraftwerke mit CO2-Abscheidung, also grüne Kohlekraftwerke. Das wäre die erste Möglichkeit zu sagen, wir lassen die Kohlekraftwerke, wie Herr Habeck ja jetzt macht, wir lassen sie weiterlaufen, aber dann brauchen wir oben eine Abscheidung, dann sind sie auch klimaneutral. Will man aber nicht, ist Deutschland verboten. Fracking ist verboten, aber auch die Abscheidung von CO2 ist verboten. Das nächste ist Erdgas, muss man machen. Und das dritte ist Laufzeitverlängerung. Und das ist alles von Europa schon vorher eingetütet worden. Die Emissionszertifikate haben den Strom in Deutschland bei Gas verdoppelt, bei Kohle verdreifacht. Das heißt, seine Verdopplung ist schon passiert, da waren die Russen noch gar nicht da. Ja, das ist vorher passiert. Das kann man in den Statistiken sehen. Und wir müssen uns ehrlich machen. Es ist vieles selbst von uns verursacht, indem wir eine Politik gemacht haben, die politisch sagt, gewollt. Wir wollen raus aus dem CO2. Da kann man ja sich sehr für sehr, sehr verständigen. Politisch aber doch bitte nicht in 10 Jahren. Aber doch nicht in 10 Jahren. Politisch gewollt. Wir sind zu schnell, zu hastig. Und zerstören etwas, während wir das andere noch nicht aufgebaut haben. Jetzt gucken wir den Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig. Jetzt gucken wir gemeinsam auf unseren Industriestandort. Wir sehen jetzt die Schreckensmeldung von BASF. Der Kanzler wird morgen da sein und wird erklären, warum so viele Arbeitsplätze dort voraussichtlich verloren gehen werden. Wen wird das noch treffen? Wovon gehen Sie aus? Große Unternehmen, mittelständische Unternehmen. Es wird uns alle treffen. Machen wir uns doch nichts vor. Das ist doch nicht nur ein Unternehmen macht dicht oder geht weg und dann war es das jetzt für ein paar hundert Mitarbeiter. Nein, es trifft doch die gesamte Gesellschaft. Wir hängen doch alle miteinander zusammen. Wir sind vernetzt. Wir konsumieren. Wir fahren in den Urlaub. Es können keine Preise mehr kalkuliert werden. Es wird die gesamte Wirtschaft treffen. Es wird jeden von uns. Ich wiederhole nochmal, wir haben die höchsten Strompreise in der ganzen Welt, in G20, überall. Und mehr als die Hälfte davon, ich glaube 53%, sind Steuern und Abgaben. Da muss man was tun. Alle anderen Wettbewerbsländer, die lachen sich ins Fäustchen. Die deutschen Unternehmen gehen überall hin. Überall ist es günstiger. Da muss die Regierung was machen. Runter mit den Steuern. Schauen Sie mal. Wenn Sie jetzt im Moment ein Top-Manager wären, Herr Markwort, bei einem der führenden Unternehmen, beim großen Stahlunternehmen, großen Automobilunternehmen und Sie sehen im Moment die Entwicklung der Energiepreise, könnten Sie es überhaupt verantworten gegenüber Ihren Mitarbeitern, vor allen Dingen aber gegenüber den Aktionären, hier weiter zu produzieren? Ach, die Aktionäre haben es doch gut. Die Aktionäre können überall investieren in Amerika. Und wenn BASF nach China kommt und geht, dann habe ich eine BASF-Aktie, die ist genauso wert. Der Aktionär ist überhaupt nicht das Problem. Es ist ein internationaler Anleger, Gott sei Dank der Deutsche auch. Der kann in der ganzen Welt anlegen. Ja, dem ist es, dem ist es wurscht, wo produziert wird. Ja, ja, genau. Ich wollte den nur mal ausklammern aus der Sorge. Aber die Mitarbeiter, ich fürchte aber, wenn ich ein Unternehmen habe, so wie seins, muss ich verantwortlich für meine Mitarbeiter denken. Aber ja. Sie sind ein Top-Manager. Sie sind für den Börsenkurs verantwortlich. Herr Fahrenholz, Sie kennen genau diese Situation. Jetzt sehen Sie die Entwicklung der Energiepreise. Würden Sie das in dieser Situation verantworten und zu sagen, die nächsten 10 Jahre immer weiter in Deutschland? Ich würde eine andere Antwort darauf geben. Sehen Sie, ich kann das verstehen, dass 2,2 Milliarden mehr Kosten bei der BASF, dass Herr Brudermüller sagt, das kann ich nicht weiter leisten. Ich kann nicht miese machen, dann ist das Unternehmen in der Substanz gefährdet. Mhm. Also muss ich abbauen, hat er ja gesagt. Ich will Kosten einsparen, was ja heißt am Ende, Arbeitsplätze abbauen. Was man aber schon erwarten muss von unseren Industrieführern, ist, dass sie ihren Mund vielleicht mal ein bisschen früher aufmachen. Die deutsche Industrie hat doch viel zu lange diesem Trubel in Berlin zugeschaut. Das ist doch nicht gestern erst passiert. Wer hat denn 2011 Frau Merkel gesagt, lasse das mal lieber mit dem Ausstieg? Wer hat denn 2017, als der Kohleausstieg beschlossen worden ist, dass die ostdeutsche Braunkohle zerstört wird? Wer hat denn da gesagt, das wollen wir eigentlich nicht? Waren Nein, Sie auch zu still? Sie haben zu still? Wir haben alle geschrien, ich nicht. Ich war immer dabei und habe gesagt, das ist ein verhängnisvoller Kurs. Und deswegen erwarte ich das von unseren Industrieführern. Die haben Mitarbeiter in der Obhut.
in der Verantwortung für deren Arbeitsplätze. Das erwarte ich nicht das nur von den Gewerkschaften, sondern das ist nochmal genau der Gedanke, sie regieren mit und sie gucken im Grunde dabei zu, wie diese Unternehmen gerade dicht machen, wie Betriebe pleite gehen, also wie die Unternehmen ins Ausland gehen. In der FDP-Rolle sage ich halt, wir leisten Widerstand. Aber ich gebe dem Herrn Fahrenholt recht. Widerstand allein reicht nicht. Nein, ja, dass die Industriellen teilweise den Grünen in den Arsch kriegen, entschuldigen Sie. Ja, ach, das ist doch grauenvoll, was man da sieht. Ich denke mal, voller Schockierung an den Audi-Chef, der heißt, glaube ich, Dußmann. Können wir einmal sagen, was der gesagt hat? Ja. Markus Dußmann, in der vergangenen Woche in der Süddeutschen Zeitung haben wir das Zitat vorliegen vom Audi-Chef. Der begeistert sich nämlich als Autoboss plötzlich für autofreie Sonntage und sagt genau das. Ja. Um uns also in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder Sinn ergeben, autofreie Tage zu machen, so wie in den 70er Jahren. Das ist ein Skandal. Damit er Rennrad fahren kann auf den Autobahnen, das hat er noch dazu gefügt. Er hat gesagt, dann wenn sonntags frei, kann er Rennrad fahren auf der Autobahn. Ja. Das ist ein Skandal. Der gehört als Manager von Audi abgelöst. Das ist geschäftsschädigend für Audi und geschäftsschädigend für die ganze deutsche Industrie. Außerdem, da kommt ja das Wort vor Auto frei, da könnte ich ja sagen, da kommt frei vor nichts da. Das ist Verbot, das ist Gängelung. Die Menschen kaufen sich ein Auto von ihrem ersparten Geld, um am Samstag, Sonntag zum Fußballverein zu fahren oder die Wirtschaft oder Freunde, Verwandte besuchen. Da brauche ich keine Maske im Auto, in der Eisenbahn und ich kann, muss mich nicht nach Fahrplänen richten. Das Auto ist ein Symbol der Freiheit. Und da kommt ein Vorstandsvorsitzender eines großen Audi-Konzerns und sagt, Autofeiertage können ja nur die Sonntage sein. Also ich habe ja mit Leuten von Audi gesprochen, die wohnen ja mal, die Verkäufer sind ja stocksauer. Die Grünen freuen sich, oder? Über den Satz vom Audi-Boss? Das kann man. Ich muss ehrlich sein und sagen, dass ich, also, das ist eine Debatte, die mich nicht sonderlich interessiert. Ich glaube, dass es nicht viel hilft. Weil es hilft auch Millionen Autofahrer, interessiert das doch. Es interessiert jeden, der sonntags halt auch mal Auto fährt. Ja, der die Kinder zum Fußball fährt, der Verwandte besucht am Wochenende, der mit der Familie unterwegs ist. Also genau, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass der Audi-Chef sich da auf andere Probleme konzentrieren muss. Ich bin auch kein großer Fan dieser Idee von Auto. Also lieber nicht, Kollege Marquardt, der Sie beinahe so heißt, Sie sitzen da in Ihrem Brüssel und im Straßburg und sagen, jetzt das sitze ich ist bei Ihnen. Jetzt sitze ich neben Ihnen. Ja, das ist neben mir. Und wissen nicht, wie die deutschen Autofahrer denken und fühlen. Die haben sich dieses Symbol der Freiheit gekauft. Die wollen nicht gegängelt werden. Brauchen Sie sonntags der Auto, Herr Heldorfer? Ja. Natürlich, Catering. Was würde man bei Ihnen in der Stadt, im Ort sagen, wenn man Ihnen sagt, also ab heute machen wir hier autofreien Sonntag schön? Ganz schwierig für Geschäftsleute. Ja, das ist eine Art von Wohlstandsverwahrlosung, die sich hier breit macht. Das muss man schon sagen. Nicht? Denn wenn so über Probleme, wir sind in einer der schwersten Energiekrisen und ein Manager sagt, ach, lass mal den gottenlieben Mann sein. Das ist aber ein Zeichen Sie für unser... Sie würden den feuern. Also, ich würde ihn sofort feuern. Und würde sagen, das erwarten auch die Kunden. Also ich glaube, dass ich nie wieder ein Audi kaufen werde, solange der Mann da ist. Ja, ich war das immer wäre mit dann ein Audi-freier Sonntag. Also, das wird nicht viel ändern. Das heißt also, am Ende muss das schon eine breitere Wirkung haben. Ich habe deswegen etwas gemacht. Ich habe eine Initiative in die Welt gerufen, rettet die Industrie. Da gibt es Aufkleber, die kann man sich googeln, rettet unsere Industrie, rettet unsere Industrie. Und wenn jeder das an sein Auto klebt, anstatt Atomkraft, nein danke, das war ja gestern, ne? Das ist ja längst sozusagen völlig altmodisch, rettet unsere Industrie. Würden Sie mitmachen? Dass das jeder, würden Sie den Aufkleber tragen? In Berlin auch Industrie? Merkt, dass die Menschen für ihre Industrie eintreten. Ja, ich würde den Aufkleber, glaube ich, neben den Atomkraft, nein danke, Aufkleber machen, aber ja, dann schon. Widerspricht sich das in diesen Zeiten, den Atomkraftaufkleber, den würden Sie runterkratzen? Ich würde den bei mir nicht dran kleben, weil ich glaube, das unterscheiden wir uns eben. Das ist, Zu Atomkraft überbrücken. Also, ich finde das interessant, weil das sozusagen jetzt als grüne Idee gilt, die Atomkraft abzuschaffen. Aber beschlossen haben das ja nicht die Grünen. Was allerdings passiert ist, ist, dass wir Frau einfach, Merkel im Solo. Ja, ich glaube nicht, dass sie es ganz alleine war. Es gab damals natürlich eine überwältigende Mehrheit. Es gab
in Deutschland auch das gehört zur Wahrheit und dazu. Man muss natürlich, und heute wenn man A sagt, auch B sagen. Also wo ich total zustimme, ist, dass wir 2011 gesagt haben, wir wollen aus der Atomkraft raus, halte ich für eine sehr richtige Entscheidung, aber mit der Entscheidung hängt natürlich zusammen, dass man dann die nächsten Jahre auch intensiv daran arbeiten muss, alles auf diesen Ausstieg vorzubereiten. Das, glaube ich, in den letzten 11 Jahren einfach nicht passiert. Jetzt waren wir noch mal bei der Automobilindustrie, Frau Schimke, und die Herren Markwort und Fahrenhold und Helldörfer haben sich aufgeregt über die Aussagen des Audi-Bosses. Ja. Die Wahrheit, die offenbar dahinter steckt, ist ja, dem ist es relativ wurscht wird mittlerweile, was der deutsche Autofahrer, was der deutsche Markt macht. Der verdient sein Geld sowieso schon längst woanders. Na gut, das kann jeder von uns bewerten, wie er mag. Ich glaube, wir werden von der deutschen Wirtschaft keine Revolution zu erwarten haben. Ne? Aber was wir sehr wohl erwarten dürfen, auch von unseren Unternehmenslenkern und Managern, ist, dass sie die Interessen ihres Unternehmens vertreten und die ihrer Mitarbeiter. Aber welches Interesse steckt bei ihm wohl dahinter? Was glauben Sie? Weil er sein Interesse kann ja nicht sagen, wir machen jetzt komplett autofreie Woche und die Deutschen brauchen keine Autos mehr. Ich finde, diese Aussage ist ein Stück weit Ausdruck von Lebensferne, von Realitätsferne, von dem Schweben auf einer bestimmten Ebene, von dem Wunsch, Akzeptanz und Anerkennung zu generieren bei den Mächtigen, bei der Regierung. Aber es hat sehr, sehr wenig zu tun mit den Menschen, für die diese Autos gebaut werden. Aber stimmt das, dass dem Audi-Boss und möglicherweise auch dem BMW-Chef und dem VW-Chef mittlerweile der deutsche Kunde eigentlich wurscht sein kann? Das spielt einfach keine Rolle mehr? Naja, ich würde sagen, der Deutsche im Allgemeinen. Den Eindruck kann man bekommen, wenn man draußen auf die Straße geht, sich mit den Menschen unterhält, sich mit dem Metzger vor Ort unterhält, dann ist das Stimmungsbild ein komplett anderes als das, was Sie aus diesen Chefetagen zu hören bekommen. Na gut, nun erhalten wir aber auch nicht nur mit dem deutschen Markt die Arbeitsplätze in Deutschland. Die Industrie ist schon darauf ausgerichtet, auch Sachen zu exportieren. Deswegen finde ich es jetzt unabhängig von dieser Aussage, ich habe ja gesagt, ich mache mir die nicht zu eigen, finde ich es auch wichtig, dass man natürlich den Blick für die Außenwelt auch außerhalb von Deutschland nicht verliert und dass man sich auch anschaut, wie können wir denn Produkte generieren, in welchem Bereich auch immer, die konkurrenzfähig bleiben, und konkurrenzfähig sind, auch für das ausländische Geschäft. Mhm. Und da merke ich, wenn man sich jetzt hier aufregt, gerne über 2035 Verbrenner aus, man muss sagen, da werden ja weiter noch Verbrenner fahren, aber es ist so, dass die meisten Unternehmen, ob es Daimler, Audi oder VW sind, das jetzt nicht als extreme Gängelung empfinden, sondern schon auch sagen, das ist eigentlich gut, dass wir mal eine Zielvorstellung haben und die werden sie auch einhalten können. Ja, die produzieren dann ihre Verbrenner halt woanders, auf dem chinesischen Markt. Die nehmen das in dem kleinen deutschen Markt hin und produzieren weiter Verbrenner für Chinas. Aber ich glaube nicht nur an das Volk der Dichter und Denker, sondern auch an das Volk der Ingenieure und Techniker. Und ich bin technologieoffen. Wer weiß, was bis dahin 2035 noch entwickelt wird. Das Benzin wird anders, wird günstiger. Es gibt noch so viele technische Innovationen in diesem deutschen Volk. Die werden von der Politik einfach weggewischt. Ja. Ich bin misstrauisch, wenn Politiker, so wie ich, die so wenig von Ingenieurskunst verstehen, ein Datum festlegen, 2035. Also ich hoffe, dass es noch mal überholt wird. Und wir wissen ja alle, dass E-Fuels mehr CO2 E-Autos mehr CO2 produzieren als selbst ein Diesel, nicht? Weil die Batterie, die dann in China produziert wird, erstmal sozusagen eingespart wird. Ein kurzer Moment des Optimismus, der uns ganz kurz aus der deprimierenden Stimmung hier rausgezogen hat. Und trotzdem müssen wir gleich noch mal ganz fokussiert über Ihre bevorstehende Insolvenz, muss man sagen, sprechen dort in Bamberg, dass Sie sich aus dem Betrieb zurückziehen, zumindest nach über 70 Jahren Traditionsmetzgerei. Das gleich nach einer kurzen Pause hier bei Bild. Made in Germany, war's das? Fragen wir heute Abend und haben unter anderem zu Gast Oliver Helldörfer, der einen Metzgereibetrieb führt in Bamberg, noch führt. Der mal am 31.12. dieses Jahres an Silvester ist dann Schluss. Wird die letzte Wurst verkauft in Bamberg in Ihrem Betrieb, auch wegen der so stark gestiegenen Energiekosten. Was macht den Unterschied zwischen Ihrer Wurst und einer Discounterwurst? Unsere Wurst ist noch alles selber gemacht. Wir kaufen fast nichts dazu, gibt es auch sehr selten mehr in der heutigen Zeit. Wir machen sehr viel Gemüse im Darm, da sind wir Vorreiter, also mit sehr viel Gemüse. Wir sehen gerade einmal den Blick in Ihren Betrieb rein, das heißt, dort wird Schluss sein in genau 2 Monaten. Sie haben den Zettel schon draußen an die Tür gehängt, dass dann eben der Hammer fällt. Wir haben vor
wenigen Wochen den Wirtschaftsminister Robert Habeck gehört, der bei der Kollegin Sandra Maischberger sich so geäußert hat auf die Frage, ob Deutschland eine Pleitewelle bevorsteht. Können wir uns noch einmal gemeinsam anschauen, Herr Heldörfer? Das war da die Antwort von Robert Habeck auf die Frage von Sandra Maischberger. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber ich meine, im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu produzieren. Was haben Sie in dem Moment gedacht, als Sie das gehört haben, Herr Heldörfer? Ja, ich habe mir gedacht, ist das alles von der Politik? Kommt da gar nichts? Wir Kleinen werden eigentlich im Stich gelassen. Es kommen keine Hilfen. Und wenn sie jetzt mal kommen sollen, dann ist es zu spät. Also, und wenn man den Laden einmal zu hat, dann sperrt man da eigentlich nicht mehr auf. Was Herr Habeck da gesagt hat, ist ein realitätsferner Blödsinn. Und weil Sie immer auf der FDP rumhacken, will ich mal sagen, der Liebling der Grünen ist für diesen Unsinn fantastisch geschont worden. Mhm. Wenn der Lindner einen solchen Schwachsinn erzählt hätte, wäre die ganze Medienmeute über ihn hergefallen und hätte ihn wahrscheinlich zum Rücktritt getrieben. Das ist unglaublich, dass ein Wirtschaftsminister einen solchen Stuss erzählt. Herr Marquardt, was haben Sie in dem Moment gedacht? Und jetzt sitzen wir in Angesicht von Herrn Heldörfer, der sagt, na, die Hilfen kamen zu spät. Das haben Sie ja auch gerade gesagt, dass vieles zu spät kam. Nur hier sitzt sozusagen eins der Schicksale mit am Tisch. Kann man halt machen, nix. Ja, also ich glaube, bei der Aussage war weder die Aussage noch nicht besonders glücklich. Aber ich glaube auch, dass Robert Habeck über die Aussage eigentlich nicht besonders glücklich war. Ich glaube, der Punkt, auf den er hinaus wollte, ist faktisch richtig. Aber das kann man natürlich sozusagen nicht als Leitbild in die Politik übernehmen. Also den Eindruck zu erwecken, und ich glaube nicht, dass er das machen wollte, es sei egal, ob Betriebe produzieren oder nicht, das ist natürlich nicht richtig. Ich glaube, worauf er hinaus wollte, ist, dass man eben jetzt Hilfen braucht, weil in bestimmten Situationen, und das passiert auch normalerweise in bestimmten Betrieben, aber es ist auch in anderen Gewerken so, dass man eben nicht die ganze Zeit produziert. So, das ist aber bei Bäckereien beispielsweise anders, auch bei Metzgereien anders. Die produzieren natürlich die ganze Zeit, sind keine Saisonbetriebe oder so. Und da ist es, ist die Frage sozusagen jetzt, können wir uns nochmal die Maischberger-Sendung angucken, aber wie kann man ihnen eigentlich helfen in der Situation? Das ist die Frage, die einen umtreiben muss. Und es ist zu spät. Ja, also ich weiß nicht, ob es zu spät ist. Ich weiß nicht, kurz unterhalten vielleicht. Und ich habe Robert Habeck heute zum Beispiel vernommen. Er sagte, eigentlich müssten diese Hilfen schon ab 1. Januar gehen. Das ist zu spät, was die Kommission vorschlägt. Wir müssen gucken, dass wir da schneller werden. Das ist jetzt, glaube ich, das, was wir machen müssen, so schnell wie möglich, so vielen Betrieben, insbesondere auch kleinen mittelständischen Unternehmen, da unter die Arme zu greifen, damit sie über diesen Winter kommen. Und wir dann noch Zeit haben bis zum nächsten Winter. Frau Schimke, das sind ja auch Menschen, die haben sich auf die Grünen, auf die Regierung verlassen. Die haben auch erst im Laufe dieser Energiekrise gehört, wir haben kein Stromproblem. Mhm. Und jetzt sehen sie ihre Stromabschläge, auch ihre Stromabschläge, ihre Gasabschläge und sehen, wir können den Betrieb gar nicht mehr halten. Wir können so nicht mehr arbeiten. Ja. Ja, also das ist das blanke Entsetzen, was sich dort tatsächlich auch breit macht, aber vor allen Dingen auch das Unverständnis, mit was für Politikern wir es da zu tun haben. Also wo ist der Sachverstand, wo ist die Fachexpertise, wo ist der Entscheidungswille, das zu tun, was tatsächlich nahe liegt in dieser Krise. Und ich meine, wir haben schon im August ein Viertel mehr an Insolvenzen in Deutschland gehabt als im Vorjahresmonat. Und dieser Trend geht weiter. Wir haben in Deutschland für 23 eine Rezession, anders als in Frankreich oder in Großbritannien. Es ist doch offensichtlich, dass die Entscheidungen, die in Deutschland getroffen werden, falsch sind. Weil anderen Ländern geht es immer noch besser, auch in dieser Krise. Und das ist das, was wir auch als Opposition kritisieren. Wir brauchen andere Entscheidungen. Wir brauchen jetzt eine Überprüfung des Koalitionsvertrages. Wir brauchen eine Überprüfung aller Belastungen, die in vergangenen als auch in geplanten Gesetzen für die Wirtschaft enthalten sind. Das muss alles auf den Prüfstand und das kann ich nicht erkennen.
Herr Fahnholz. Und wir brauchen einen Wirtschaftsminister, der für die Arbeitsplätze kämpft. Natürlich. Und der uns jetzt nicht, wie in den letzten Tagen geschehen, erzählt, dass die Gaspreisbremse möglicherweise an der EU scheitern wird. Unser Arbeitsminister, unser Wirtschaftsminister, sagen Sie, kämpft nicht genügend für die Arbeitsplätze. Wenn jemand die Gaspreisbremse, an der 25.000 Firmen jetzt hängen, wenn wir die 7 Cent nicht kriegen, dann ist sie im halben Jahr Schicht. Das heißt, wir brauchen die. Und da hilft es mir nicht, wenn der Wirtschaftsminister sagt, ja, da gibt es Schwierigkeiten in der EU und möglicherweise kriegen wir das gar nicht durch. Und dann machen wir ein Antragsverfahren, dann höre ich schon, oh, Bürokratie, das dauert noch länger. Da muss es möglich sein, auch mal in der EU auf den Putz zu hauen und zu sagen, dieses Europa hat die letzten Jahre von der Lokomotive Deutschland gelebt. Und jetzt möchten wir ganz gerne, dass wir unserer Industrie helfen. Und das verlangen wir jetzt von euch. Die Franzosen haben für ihre Industrie 4,5 Euro Cent Industriestrompreis. Mhm. Die EU hat das laufen lassen, hat das akzeptiert. Jetzt fangen wir an und sagen, wir wollen 7 machen beim Gas. Und da kommen die EU an und sagt, ja, das ist aber eine Wettbewerbsverzerrung. Das müssen wir mal schieben. Und dann sagt die Regierung, ja, dann können wir nichts ändern. Ja, da würde ich aber so auf den Putz hauen und sagen, erst kommt Deutschland und dann kommt Europa. Hallo. Ja. Wie klingt das für einen EU-Parlamentarier, Herr Marquardt? Erst kommt Deutschland, dann kommt Europa, sagt Herr Fahnholz. Also in der Tat ist es so, dass Frankreich, Spanien, Italien, auch andere Länder schon solche Pakete beschlossen haben und dass ich davon ausgehe und ich weiß es auch, dass der Wirtschaftsminister da nicht nur bei Ursula von der Leyen aus der Partei von Frau Schimpke gefragt, was man gerade machen darf, sondern dass es da natürlich auch, ich weiß nicht, Sie haben gesagt, auf den Putzhorn gibt, aber ich gehe fest davon aus, dass diese Bundesregierung in der Lage ist, die Gaspreisbremse dann auch jetzt so durchzuführen. Das wird passieren, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, dass man aber unabhängig davon eben auch in dieser Krise schauen muss. Und das ist vielleicht etwas kontraintuitiv, weil man denkt, wir kümmern uns zuerst mal um uns. Aber natürlich muss man auch diese Krise jetzt, auch diese Erkenntnis, dass wir uns auf falsche Partner verlassen haben, dazu nutzen, dass Europa zusammenhält. Also es war teilweise ja so, dass wir uns gegenseitig auf dem Gaspreismarkt überboten haben mit den EU-Ländern, statt mal darüber zu reden, wie können wir gemeinsam unsere Marktmacht auch nutzen. Und da finde ich, also die Frage ist dann nicht Deutschland zuerst, sondern die Frage ist dann, wie können wir eigentlich die Kraft, die Europa gemeinsam hat, wenn alle zusammenhalten, dann auch nutzen, um schnell auch gut als Europa durch diese Krise zu kommen. Bis dahin sind wir untergegangen. Also zu dem, deutsche Interessen müssen vorrangig vertreten werden, dazu ein Satz. Aber ich will was zu Frau Schimpke sagen. Die fragt ja zu Recht nach dem Sachverstand der deutschen Politiker. Da haben wir ja eine groteske Situation. Ich glaube, Ludwig Erhard war es oder wer immer, hat ja den Rat der 5 Weisen erfunden. Großartige deutsche Ökonomen von allen Universitäten, Fachleute aller Art, die machen Gutachten und die werden weggeschmissen. Die haben ja Vorschläge gemacht, die sehr gut sind. Die hat der Habeck und auch vorherige Altmaier auch schon mal, haben die einfach weggewischt. Wofür hören wir denn nicht? Warum hören wir nicht auf den Sachverstand dieser Leute? Das ist doch grotesk. Da würde ich die Kommission auflösen, wenn es nur Altpapier wird. Wir leben in einer tiefen Wirtschaftskrise. Das hat jetzt jeder aus dieser Perspektive, aus seiner Perspektive beschrieben. Und jetzt erleben wir mittendrin eine Flüchtlingskrise wieder in diesem Winter, Herr Marquardt. Was glauben Sie, wie die Deutschen da im Moment drauf reagieren? Übernehmen wir uns? Also ich glaube, dass wir bei der Situation ja momentan betrachten müssen, wer kommt da eigentlich? Wer ist dieses Jahr gekommen? Und das sind zu 80% Menschen aus der Ukraine, ja vor allem Frauen und Kinder. Und die haben natürlich jetzt auch in einem Land, wo es nicht besonders viele Kapazitäten für solche Katastrophenfälle gab und wo keine resilienten Strukturen da waren, dann erstmal auch Unterkunft brauchen müssen. Das war so, dass viele privat untergekommen sind. Das ist toll, wie viele Leute sich da engagiert haben, wie die Gesellschaft auch mit den Menschen aus der Ukraine zusammengehalten hat. Wir sehen jetzt aber, dass diejenigen, die sonst auch noch kommen, die kamen die letzten Jahre auch, dann eben wenig Platz finden und dass es auch in den Kommunen wirklich wenig Möglichkeiten gibt, dort die Menschen anständig unterzubringen. Wir es wollen gibt ja immer mehr wieder für Gemeinden, die Leute, die einfach sagen, Mensch, wir würden gerne, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. Wir haben einfach keine Wohnungen mehr. Frau Schimpke, Sie werden das kennen aus Ihrem Wahlkreis, aus den Nachbarwahlkreisen. Wie würden Sie die Stimmung dort im Moment beschreiben? Bei
ja, einer letztlich immer noch vorhandenen Willkommenskultur und aber gleichzeitig bei einem ganz starken Gefühl, Mensch, wir haben so große Probleme gerade also, vor der Tür. Die Stimmung wir schaffen das gerade nicht. Also wir erleben schon eine große Solidarität den Ukrainerinnen und Ukrainern gegenüber, ohne Frage. Aber die Leute nehmen natürlich auch zur Kenntnis, dass wir eine steigende Anzahl an illegaler Migration haben in Deutschland und dass wir vor allen Dingen eine Bundesregierung haben, die wirklich einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik vor sich hat und den hat, also sich auch vorzunehmen und auch umzusetzen. 12.000 etwa illegale Migranten im Moment pro Monat, Herr Marquardt. Nehmen Sie das wahr? Ist das ganz offen ein Thema in der Bundesregierung oder ist das was, was man gerne unter den Tisch fallen lässt? Nein, also das nimmt man wahr und da muss man sich auch anschauen, aus welchen Ländern kommen die Menschen, die da kommen. Das sind ja vor allem auch Länder, in denen Krieg herrscht. Syrien, Afghanistan zum Beispiel sind die Hauptherkunftsländer momentan. Es gibt dann so einzelne Situationen, wo man jetzt auch, glaube ich, schnell diplomatischen Druck braucht. Beispielsweise ist es so, dass in Serbien relativ viele Menschen aus Indien nach Serbien kommen und dann über Österreich auch weiterreisen, dort Asylanträge stellen. Menschen aus Indien bekommen am Ende kein Asyl. Die haben auch das Recht, einen Asylantrag zu stellen, aber man muss dann schnell jetzt mal mit Indien und Serbien reden, warum das eigentlich so passiert. Das ist auch Teil einer, man kann sagen, russischen Strategie, dort bestimmte Menschen in die EU. Aber Sie brauchen doch künftig kein Asyl mehr, um dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zu bekommen. Sie schon als Geduldeter können Sie mit geringeren Anforderungen ein bisschen Deutschsprachkenntnisse und ein bisschen Integrationsbereitschaft und schon können Sie in Deutschland bleiben. Das ist das, was die Ampel vorhat. Wir haben viel zu viele Illegale. Ich bin froh, dass Sie das Thema mal anschneiden, weil ich glaube, dass es in den Medien und in der Politik zu klein behandelt wird, das Thema Migration. Da wird in den Talkshows stundenlang über diesen Ausrutscher von Friedrich Merz geredet, Sozialtourismus, richtig oder falsch. Aber das Problem wird nicht besprochen. Ich kenne viele Bürgermeister und Landräte, die sind verzweifelt. Die Illegalen sind das Problem. Wer politisch verfolgt wird, kriegt bei uns Asyl. Das steht im Grundgesetz, da steht jeder zu. Aber unsere Nachbarn in Serbien, beinahe Nachbarn. Und in der Schweiz, die schicken uns die Leute rüber. Da müssen wir was gegen tun. Da muss die Regierung die Grenzen zumachen gegen Illegale. Sind Sie da auch Sie zu still? Ist Ihre Partei, ist Ihr Parteichef zu still geworden, nachdem er da so gebasht wurde wegen seines Sozialtourismus-Satzes übrigens also, in dieser Sendung? Also ganz ehrlicherweise, nein, wir sind überhaupt nicht still. Wenn Sie die letzte Bundestagsdebatte zu diesem neuen Gesetz, was da geplant ist, verfolgt haben, dann haben Sie sehr, sehr deutlich gesehen, wo unsere Haltung ist. Also wir haben das sehr, sehr deutlich gemacht. Wir haben genau gesagt, wie erfolgreich oder eben auch erfolglos die Integrationsbemühungen waren, wie hoch der Integrationswille ist, wie viele Menschen auch tatsächlich arbeitslos sind unter den hier lebenden Migranten und welche Schlüsse wir daraus ziehen. Meine Wahrnehmung ist, dass Friedrich Merz das in dieser Sendung gesagt hat, danach gebasht wurde und dann das Thema für die Union eigentlich erledigt wurde. Aber Herr Weise, es steht doch in Deutschland überhaupt kein Interesse daran, diesem Problem mal nachzugehen und das mal zu untersuchen. Ich, ganz ehrlich, ich rede ja auch mit den Menschen in diesem Land. Sie hören alles. Sie hören alles. Sie haben große Bemühungen, Integration zu fördern, die Menschen zu helfen. Sie haben aber auch ganz andere Berichte. Sie hören und erleben alles. Und ich führe diese Diskussionen täglich. Aber wir können es nicht festmachen. Wir können es nicht an Zahlen festmachen, weil in diesem Lande kein Interesse daran besteht, Probleme auf den Grund zu gehen. Man will es nicht wissen. Und das ist der Vorwurf, den wir machen. Und an der Aussage von man kann über die Aussage von Friedrich Merz sicherlich streiten, ob sie richtig platziert war, ob sie richtig formuliert war. Aber wir müssen über diese Dinge das reden. Problem das ist muss besprochen werden, ja, nicht natürlich. Die Aussage, nicht dieser eine Selbstverständlich. Spruch. Selbstverständlich. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir sind der sozialste Sozialstaat, den es weit und breit gibt auf dieser Welt. Würde ich jetzt mal einfach so in den Raum werfen. Wir sind diejenigen, die die Regeln machen in diesem Land. Die Politiker machen die Regeln in diesem Land. Und wenn wir damit eine bestimmte Folgewirkung erzielen, bei allen Menschen auf dieser Welt, dann brauchen wir uns darüber nicht wundern. Also, wenn wir was geändert haben wollen, dann müssen wir die deutschen Gesetze ändern. Und dann wir brauchen nicht mal das Gesetz zu ändern. Im Grundgesetz steht immerhin drin, wenn jemand aus einem sicheren Drittstaat kommt, dann brauchen wir den nicht aufzunehmen. Ja, gut, das ist und rechtlich etwas. Deswegen sage ich Serbien und bedeutet Schweiz. Naja, Sie haben immer gesagt, Druck jetzt innerhalb der EU machen. Da glaubt mittlerweile keiner mehr dran, dass das wirklich funktionieren wird, weil wir seit 2015 nicht rangekommen sind. Bedeutet aber das, dass diese Diskussion und dieser Eindruck, dass wir uns dem Problem nicht stellen, dass das dazu führen wird, dass wir bald selber hier in Deutschland eine Frau Meloni wählen werden?
Also wir haben ja die Situation erstens, dass wir sehen, die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, die fliehen nicht zu großen Teilen nach Deutschland, sondern die verteilen nach sich Polen, eigentlich ganz gut. Nach Frankreich verteilen sich die wenigsten. Genau, da könnte man auch mal dran arbeiten, auch Herr Macron mal dran arbeiten, wie er etwas solidarischer ist. Die Situation ist aber nicht, dass die Leute wegen der Sozialleistung aus der Ukraine jetzt nach Deutschland fliehen. Das gibt dafür einfach keine statistische Evidenz. Dann hat man die Situation... Das wäre ehrlich gesagt logisch, wenn man es täte. Dass das deutsche Recht eben nicht so... einfach ist, dass man im Grundgesetz mal einen Artikel liest, dann macht man die Grenze zu und sagt, du darfst hier nicht reinkommen, sondern man muss erstmal schauen im Dublin-System, welcher Staat ist eigentlich zuständig dafür, ist die Person dann, also welche Gründe hat sie dafür, dass sie an der Grenze ist, sie muss also ein erstmal rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen. Selbst bei einer Einreiseverweigerung nach dem Schengener Grenzkodex braucht sie erstmal Papier. Man kann nicht einfach sagen, die Grenzen sind jetzt zu, bis bald, tschüss, da finde ich, machen wir uns das so einfach, weil es hat bestimmte Gründe und das müssen ist alles komplex. Müssen wir die Zahlen begrenzen, müssen wir den Deutschen jetzt sagen, wir begrenzen diese Zahlen, so wie wir es auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise mit der Obergrenze gemacht haben? Also es gab ja nie eine Obergrenze, aber wir haben ja durch auch die 100.000 Politik... 100.000 war die Obergrenze. 200.000. Müssen wir es begrenzen oder nicht? 200.000 war 2017 die Obergrenze, wir haben keine irreguläre Migration. Ja. Müssen wir begrenzen oder nicht? Ganz kurzes Schlusswort, wir kommen ans Ende dieser Sendung. Müssen wir begrenzen oder nicht? Wir müssen das gut organisieren. Also nicht begrenzen, die Grünen wollen nicht begrenzen. Man kann das Asylrecht nicht begrenzen. Das Nein, aber wir reden doch von den Illegalen. Die Illegalen, das von der Asyl illegalen kann man nicht begrenzen. Das vertiefen wir weiter. Wir werden weiter an diesem Thema dranbleiben. Gerne auch mit diesen Gästen. Mit Ihnen, Herr Marquardt, und Ihnen, Frau Schimke. Ich danke für eine angeregte Diskussion hier in dieser Runde. Herr Heldörfer, vielen Dank. Alles Gute für Ihre Zukunft. Herr Marquardt, Frau Schimke und Herr Fahrenholt. Danke Ihnen herzlich. Bis nächsten Montag. Dann zurück bei BILD.